Willkommen zurück zu Das erste Date. Wir haben schon ein paar sehr ungleiche Paare zusammengebracht. Einen Nerd mit einer Schönheitskönigin, einen Basketballspieler mit einer Zwergin und Jackass-Star Steve O mit jemandem, der kein Loser ist. Aber diesmal haben wir uns selbst übertroffen. Susan kommt aus Los Angeles und wie wir alle hier sucht sie nach ihrer ganz großen Liebe. Bis dass der Tod euch scheidet. Also ich bin jüdisch erzogen worden und meine Familie ist sehr wichtig für mich. Wenn mein Vater wüsste, wie sehr ich auf Sex stehe, würde ich sterben. Papas kleine Prinzessin hat eine wilde Seite. Ob wir wohl jemanden finden, der sie zähmt? Douglas ist ein Predator aus Newark, New Jersey, der stolz auf seine große Trophäensammlung ist. Sind Frauen für ihn nur Jagdobjekte? Ja, natürlich respektiere ich Frauen. Ich kannte mal eine, die hatte Riesentitten. Und das respektiere ich. Ich bin ein Gentleman. Ist jemand zu meiner Süßen respektlos, dann häute ich ihn. Ja, so nett bin ich. Sie ist ein Alien und er ist ein Predator. Wie wird ihr erstes Treffen? Wird das die große Liebe oder setzt das Hiebe? Oh, hi. Oh, hi. Du bist Susan. Ja, nett, dich kennenzulernen. Ich bin Douglas. Ja. Schönes Wetter heute, was? Ja, ja, ist wirklich toll. Also, mit was für Jungs triffst du dich sonst? Oh, ich weiß nicht. Ich habe keinen bestimmten Typ. Aber mein Vater wird dich vielleicht nicht akzeptieren, weil ich jüdisch bin und du ein Predator-Amerikaner. Oh, er hat einen Beschützerinstinkt. Ja, total. Er hat's in sich. Also, wie wichtig ist für dich eigentlich Sex in einer Beziehung? Oh, ich weiß nicht genau. Ziemlich wichtig, glaube ich. Ich wüsste nicht, was ich ohne machen würde. Ich brauche dauernd Sex. Also dauernd, ja? So ein heißes Bad ist was Tolles, ha? Und außerdem finde ich es wunderschön, wie sich das Mondlicht auf dem Wasser spiegelt und deinen Chitinpanzer zum Glänzen bringt. Oh. Also, es war wirklich toll, dich kennenzulernen. Du bist wirklich sehr nett. Oh mein Gott, das tut mir furchtbar leid. Ist alles in Ordnung? Willst du vielleicht Brandsalbe haben? Dieses Date hatte wohl kein Happy End, was? Ob sie nochmal zusammen ausgehen? Wollen wir sie fragen, Leute? Wohl eher nicht. The peas, the celery sticks, the meat and the fish will make you sick. All the food is poison, all the food is poison. The apples, tomatoes, wheat and the corn, all the food is poison. Don't eat the food, it's poison food. Poison.